Ich mache das regelmäßig zusammen mit unserer Tafel vor Ort. Der merkt schon, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt. Die sind unglaublich dankbar, weil sie eine Familie durchbekommen müssen, weil sie ganz knapp rechnen. Und es gibt so viel Überfluss auch in unserer Gesellschaft. Wir merken das, sei es bei den Supermärkten, die bereit sind zu spenden, sei es, dass auch viele Bäckereien, die sagen, bevor ich das wegwerfe, weil Wochenende ist, gebe ich das, weil es nämlich noch haltbar ist, darum geht es ja. Gebe ich das weiter und teile das Brot im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dazu braucht es Menschen, Menschen, die das organisieren, die auch ganz klar, das ist ja nicht einfach so, sondern das ist ein Ablauf, der auch an der Tafel organisiert wird. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken. Warum machen wir das als Politiker? Wenn ich den Josef Dötsch sehe als Landtagsabgeordneten und den Adi Weiland als Kollegen. Warum machen wir das? Aus einer klaren Überzeugung heraus. Der Staat schafft das alles gar nicht, was im Ehrenamt vor Ort gemacht wird. Und Gesetze und Buchstaben, die sind tot, wenn man sie nicht mit Menschen lebendig werden lässt. Und deshalb danke für Ihr ehrenamtliches Engagement. Und ich bin so herzlich begrüßt worden. Und es war so nett eben auch. Und viele sagen, Mensch, Frau Klöckner, jetzt sehen wir Sie mal in echt. Sie gibt es ja in echt. Ja, das ist so. Und jetzt bin ich einfach da, dass wir miteinander reden können, dass wir ins Gespräch kommen. Der eine oder andere hat mir schon ein Schreiben mitgegeben, weil er ein Problem hat oder weil er möchte, dass ich einfach mal zurückrufe, das mache ich dann auch gerne. Und insofern bin ich heute gern da. Es gibt Essen, Trinken, einen guten Zweck. Und vor allen Dingen freue ich mich nochmal, Herr Pfarrer, dass Sie auch da sind. Im Schatten der Kirche, ja schon fast Dom- und Kathedralcharakter hier, im Schatten dessen lässt sich, glaube ich, auch gut leben und auch sich immer wieder zu vergewissern, was sind die Grundlagen in unserer Gesellschaft, Zusammenhalt der Gesellschaft. Jung und alt, schnell und langsam, arm und reich, das alles dürfen keine Kategorien des Nicht-Integrierens sein, sondern wir müssen miteinander die Balance halten. Dafür sind wir heute da. Ich freue mich sehr, wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer und immer genug zu trinken, dann passt das auch. Danke.